Hallo alle zusammen. Sehen Sie, wie Sie mit dem LVM Logical Volume Manager in einem Linux-Betriebssystem arbeiten. Hier erfahren Sie, wie Sie es installieren, ein logisches Volume erstellen, es mounten und wie Sie versehentlich von einer solchen Partition gelöschte Daten wiederherstellen können. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Wenn Sie ein oder mehrere zusätzliche logische Volumes zum Speichern von Informationen erstellen oder mehrere Laufwerke zu einem konsolidierten möchten, ohne Anwendungen zu stoppen, den Datenträger auszuhängen und neu zu partitionieren, ist dieses Tool genau das Richtige für Sie. Der Logical Volume Manager ist eine Option zur Festplattenverwaltung, die für jede Linux-Distribution verfügbar ist. Der Volume Manager bietet eine Abstraktionsebene zwischen Ihrem Betriebssystem und den Festplatten der Partitionen, die es verwendet. Bei der traditionellen Datenträgerverwaltung sucht das Betriebssystem zunächst nach verfügbaren Laufwerken und sieht dann, welche Partitionen auf diesen Geräten verfügbar sind. Mit LVM können Festplatten und Partitionen abstrahiert werden, um mehrere Festplatten und Partitionen auf einem eigenen Laufwerk zu erhalten. Bei dieser Konstruktion wird das Betriebssystem keinen Unterschied bemerken. Der Manager zeigt dem Betriebssystem nur die von ihren konfigurierten Volumengruppen, Festplatten und Partitionen an. Es ist ein sehr leistungsfähiges System zur Verwaltung von Datenmengen. Es ermöglicht Ihnen, logische Volumes auf physischen Partitionen zu erstellen, die im System selbst als normale Datenblockgeräte in normale Partitionen sichtbar sind. Die Hauptvorteile dieses Managers sind erstens, dass Sie eine Gruppe von logischen Volumes auf einer beliebigen Anzahl von physischen Partitionen erstellen können und zweitens, dass Sie die Größe von logischen Volumes zur Laufzeit leicht ändern können. Außerdem unterstützt LVM Snapshots, das Kopieren von Partitionen im laufenden Betrieb und RAID-1 ähnliche Spiegelungen. Wenn Sie die LVM-Funktionen zum ersten Mal verwenden möchten, müssen Sie sie zuerst installieren. Führen Sie zur Installation den folgenden Befehl aus: Subabstand LVM2 und dann Ja zur Bestätigung. In einigen Versionen von Linux ist der Logical Volume Manager standardmäßig installiert. Sie können dies überprüfen, indem Sie den Befehl LVM in einem Terminalfenster ausführen. Sobald der Manager installiert ist, können Sie mit der Verwaltung Ihrer Festplatten beginnen. Ich habe drei leere, nicht partitionierte 300 GB Festplatten ohne jegliche Partitionen. Einfachster Weg, ein Laufwerk zu partitionieren, ist die Verwendung eines Verwaltungsprogramms. Klicken Sie auf das gewünschte Laufwerk und öffnen Sie die erweiterten Optionen und dann formatieren. Gehen Sie den Namen und das Dateisystem an, weiter und wieder formatieren zur Bestätigung. Als nächstes benötigen Sie das Passwort für das Administrationskonto. Das Laufwerk wird formatiert, wiederholen Sie dies mit jedem formatierten Laufwerk. Die Festplatte kann auch über das Terminal mit fdisk partitioniert werden. Wählen Sie sich als root sudo ein an und geben Sie das Passwort ein. Dann führen Sie den folgenden Befehl als fdisk dev cdb, wobei cdb die nicht eingelegte Festplatte ist. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Laufwerk angeben, bevor Sie fortfahren, da alle Informationen überschrieben werden. Geben Sie N für die neue Partition, P für die primäre Partition, 1 für die erste Partition und dann Enter,
Enter ein. Jetzt müssen wir die Partition für die Verwendung von LVM bereit machen. Geben Sie die ein, um den Partitionstyp zu ändern, und dann 8e, um einen LVM-Typ zuzuweisen. Überprüfen Sie die Partitionseinstellungen, wie, da Sie sehen können, dass alles gut gelaufen ist, die markierte CDB1-Partition angezeigt wurde, schreiben Sie die Änderungen. W. Daher machen wir das Backup aber nicht zu gewissen Festplatten. Um einen physischen LVM-Volume auf der neu hinzugefügten Partition zu erstellen, geben Sie als nächstes den folgenden Befehl ein. pv-create der CD1 und wiederholen Sie dies für jede der Festplatten pv-create der CDC1, pv-create der CDD1. Lassen Sie uns eine Volume-Gruppe aus den drei Festplatten erstellen. Dazu reicht ein einziger Befehl aus. vg-grade vg1 dev cdb1 dev cdc1 dev cdd1. Dabei ist vg1 der Name der neuen Volumegruppe. Sie können sie benennen, wie Sie wollen, aber es wird empfohlen, den Namen vg voranzustellen, um später zu wissen, dass es sich um eine Volumegruppe handelt. Nach der Gruppierung von Festplatten können Sie logische Volumes erstellen, die LVM verwenden. Um ein logisches Volume zu erstellen, führen Sie den folgenden Befehl aus: iv-create l10g n iv1 vg1. Dabei gibt l die Größe des logischen Volumes an, in diesem Fall 10 GB der Befehl n. Gib den Namen des Volumes an und der Verweis auf VG1 gibt an, von welchem Volumen der Speicherplatz bezogen werden soll. Wenn Sie dann Daten auf dem Datenträger befindet, werden Sie vom System gewarnt. Geben Sie Ja ein, um zu bestätigen, dass Sie diese überschreiben möchten. Nun muss das Volumen nur noch in der Datenverwaltung formatiert und gemaut werden. Wie Sie sehen können, ist eine neue Partition in der Datenverwaltung erschienen. Klicken Sie darauf und öffnen Sie die erweiterten Optionen und dann formatieren. Geben Sie den Namen und das Daten, geben Sie das Root-Passwort ein und klicken Sie dann auf die Mount-Taste. Das war's, das Volume ist einsatzbereit. Wenn Sie es über das Terminal formatieren müssen, geben Sie den Befehl mkfs txt4 der vg1 LV1, Dateisystem ext4, Gruppenname und Volumenname. Um es zu mounten, geben Sie mkdirmnt layer1, dann mount text4 dev vg1 level1 mnt level1, das Volumen ist gemount. Einer der Vorteile von logischen Volumes ist die Möglichkeit, eine neue Festplatte hinzufügen und eine Volumegruppe im laufenden Betrieb zu erweitern. Und wenn Sie eine unbenutzte Festplatte in der Gruppe haben, können Sie diese Festplatte aus der Gruppe entfernen. Es gibt drei grundlegende Werkzeuge zur Vergrößerung oder Verkleinern von physischen Volumes, Volumegruppen und logisches Volumes. Große ändern kann physische Volumes und logische Volumes verkleinern oder vergrößern, aber keine Volumegruppen. Erweitern kann Volumegruppen und logische Volumes größer, aber nicht kleiner machen. Reduzieren kann Gruppen von Volumes und logischen Volumes kleiner, aber nicht größer machen. Um eine neue Festplatte zu einer Volumegruppe hinzufügen, müssen Sie sie, wie bereits erwähnt, zunächst partitionieren. Fügen Sie es dann der Volumegruppe hinzu, in diesem Sie den folgenden Befehl angeben: vg-extend vg1 dev cde1.
Dabei ist VG1 der Name der Gruppe und CD1 ist das neue partitionierte Laufwerk. Um detaillierte Informationen über die Festplatten anzuzeigen, aus denen eine LVM-Gruppe besteht, führen Sie BWD1Play aus. Hier sehen Sie den Pfad zu physischen Festplatten, den Namen der virtuellen Gruppe, zu der sie gehört, Informationen über freien und belegten Speicherplatz der Festplatten, ID und anderes. Um ein logisches Volumen zu entfernen, müssen Sie zuerst sicherstellen, dass es getrennt und ungemount ist, dann führen Sie den Befehl LVRemove aus, woraufhin die Partition gelöscht wird. Eine Volume-Gruppe kann auch gelöscht werden, indem zuerst ein logisches Volumen ausgefangen wird. Mount Mente LV1. Entfernen Sie es dann mit dem Befehl LVRemove. LVRemove der VG1 LV1 zur Bestätigung. Nach erfolgreichem Entfernen sehen Sie die folgende Meldung. Logisches Volume, Level 1, erfolgreich entfernt. Als nächstes können Sie die Gruppe mit dem Befehl BGRMOV entfernen. SUDOVREMOVEFG1. Nun, die Gruppe ist erfolgreich entfernt. Nun bleibt noch alle in dieser Gruppe erhaltenen Festplatten mit dem Befehl PVRemove zu entfernen. SUDOVREMOV dev CDB1 dev CDC1 dev CDD1. Alle Kennmerkmale auf den physischen Datenträger wurden erfolgreich entfernt und alle Datenträger haben ihr ursprüngliches Aussehen wiedererlangt. Wenn Sie versandlich wichtige Informationen von einem logischen Level-Volumen gelöscht haben, kann Hetman Partition Recovery Ihnen helfen, diese wiederherzustellen. Dieses Programm unterstützt die Wiederherstellung verlorener Daten von Partitionen, die mit dem Logical Volume Manager erstellt wurden. Und Sie werden Ihre Informationen leicht zurückerhalten. Hetman Partition Recovery für Linux ist im Moment nicht verfügbar. Aber es unterstützt Dateisysteme, die in Windows, macOS, Linux und Unix verwendet werden. Es wird alle Fehler in der logischen Struktur Ihrer Festplatte beheben und Ihren Inhalt zurückgeben. Sie können das Programm unter Linux in einer virtuellen Maschine ausführen, Windows als zweites Betriebssystem installieren oder die Laufwerke an einen Computer mit bereits installiertem Windows anschließen. Wie Sie sehen können, hat das Programm ein logisches Volumen leicht erkannt und zeigt alle bekannten Informationen darüber an. Führen Sie zunächst einen schneller Scan durch, klicken Sie mit der rechten Maustaste und das Laufwerk öffnen, schneller Scan. Sobald der Vorgang angeschlossen ist, zeigt das Programm die gefundenen Informationen auf der rechten Seite des Fensters an. Gelöschte Dateien werden mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Wenn schneller Scan keine notwendigen Informationen gefunden hat, führen Sie vollständige Analyse durch. Markieren Sie das die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten. Und drücken Sie Wiederherstellen. Wählen Sie einen Speicherort und drücken Sie erneut Wiederherstellen. Wenn der Vorgang aber geschlossen ist, befinden sich alle Dateien in dem angegebenen Ordner. Wir haben also gesehen, wie man LVM-Partitionen in Linux erstellt, wie man LVM in Linux konfiguriert, vergrößert, verkleinert, mountet und wie man sie wieder entfernt. Jetzt wissen Sie, wie leistungsfähig diese Technologie ist und wie viele Vorteile sie Ihnen nicht nur auf einem Server, sondern auch auf Ihrem Heim-PC bieten kann. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat.
Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.